Moin Leute, in diesem Video geht es mal wieder um meine Java-Einführung. Und zwar kümmern wir uns heute mal um die Datentypen und die Variablen. Und ja, ich denke mal, wir legen auch einfach direkt mal los. Kommen wir als erstes zu den Variablen. Und zwar gibt es halt in der Programmierung dienen halt solche Variablen dazu, bestimmte Werte zu speichern. So eine Variable ist halt einfach nur ein Platzhalter für einen bestimmten Wert. Und dieser Wert hängt davon ab, welchen Datentyp diese Variable hat. Also eine Variable braucht einen Datentyp und dieser Datentyp legt halt fest, was diese Variable speichern kann. So einfach ist es eigentlich. Also, so eine Variable hat einen Datentyp und der Datentyp sagt, was die Variable speichern kann. So einfach ist es. Und ich zeige euch dann jetzt einfach mal hier einen Datentyp oder ich lege jetzt hier mal eine Variable mit einem bestimmten Datentypen an. Und zwar muss man zuerst den Datentyp eingeben. Ich nehme jetzt hier mal den Integer oder den Int. Und also wir geben zuerst den Datentyp ein Int und dann den Namen der Variable, also Zahl, weil so ein, ich nehme jetzt den Namen Zahl, weil ja so ein Integer nur ganze Zahlen, also keine Kommazahlen. Dafür gibt es wieder einen anderen Datentyp. Ich verlinke euch mal alle Datentypen in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann mal vorbeischauen. Und ja, also jetzt haben wir hier eine Variable angelegt mit dem Datentyp Int. Das Ganze nennt man auch Deklaration einer Variable. Also das bedeutet, wir legen eine Variable vom Typ Int an. Und dann gibt es auch noch die Initialisierung von Variablen. Das bedeutet, wir weisen der Zahl direkt einen Wert zu, den sie dann halt speichert. Und das machen wir dann so, indem wir dann ein Gleich setzen und dann irgendeine Zahl. Ich nehme jetzt mal die 1 und schon haben wir jetzt hier unsere Variable Zahl mit der 1 initialisiert. Ja, das war es dann auch schon. Also wir wissen jetzt, was so eine Variable ist, was Datentypen sind, wofür sie gebraucht werden und wir wissen dann jetzt auch schon, wie wir so eine Variable anlegen, also deklarieren und wie wir so eine Variable auch initialisieren. Das Initialisieren muss man nicht machen, wenn halt später sichergestellt ist, dass der Variable irgendwie einen Wert zugewiesen wird. Also das muss man nur in bestimmten Ausnahmefällen dann machen. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon für dieses Video. Und wenn euch das Video geholfen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben oder lasst einen Daumen nach oben da. In die Kommentare könnt ihr auch gerne mal Kritik schreiben, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was nicht ganz richtig war. Und ja, dann seid ihr jetzt hier auch schon auf meiner Endcard. Hier links kommt ihr dann jetzt mal zu meinem letzten Java-Video. Da erkläre ich euch oder zeige ich euch, wofür Kommentare in eurem Quelltext gut sind. Und hier rechts packe ich euch dann die Playlist hin, wo ihr zu all meinen Java-Videos kommt. Da könnt ihr euch dann mal ein bisschen, da könnt ihr dann mal ein bisschen durchgucken. Und dann könnt ihr jetzt hier unten noch gerne abonnieren, wenn ihr das natürlich noch nicht getan habt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann öfters vorbeischaut. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Video.